und herzlich willkommen zurück zu Metro Last Light. Wir kämpfen uns immer noch durch die Katakomben durch und auf der Jagd nach Jasnetzki. Kamerad Lesnitzki, die Operation schreitet wie geplant voran und wird innerhalb einer Stunde abgeschlossen sein. Gut, das Experiment war erfolgreich. Wir müssen das General Korpus melden. Machen Sie das? Was ist mit der Wohl? Lesnitzki hat sie gebracht. Er sagt, sie sei eine Geisel für Verhandlungen mit dem Orden. Obwohl wir alle wissen, welche Art Verhandlungen die führen. Ich meine, von hier schießen wäre eigentlich denkbar ungünstig, oder? Wobei. Gute Nacht. Achtung, wir haben Gesellschaft. Verdammte Scheiße. Gute Nacht. Woher soll ich das wissen? Pass nur auf. So, die beiden haben wir erstmal schlafen geschickt. Nein, versteckt sich irgendwo. Okay. Wir hätten nicht Licht ausmachen sollen. Oh, der explodiert gleich erstmal schön. Irgendeiner sagte gerade, er hat keine Munden mehr. Ich meine, da irgendwo ist da noch einer. Der meinte die ganze Zeit gerade noch auf mich zu schießen. Glaube ich. Und den habe ich ja da oben erledigt. Okay, der sieht auch nicht mehr ganz tutti aus. Aber wir haben leider gerade nicht so viel Zeit zu helfen. Okay, unten ist doch keiner mehr. Ich will unten lang, weil ich will die looten. Wir brauchen die Munition. Vielleicht hatten die nämlich auch einen Shotgun dabei. Als Zweitwaffe oder so. Ah, dir kann man nicht mehr helfen, wenn du im Feuer warst. Und irgendwo spielt hier noch Musik. Wie makaber. Während die tatsächlich alles niederbrennen hier unten. Gute Nacht. Ja, auch eine gute Nacht. Wer schießt denn jetzt? Die Verluste häufen sich! Krieg, keine Mut! Okay, wir müssen da lang durch, okay. Boah, durch dieses Feuer ist der da hinten echt schwer zu sehen. Oh nein, die Bombe flog völlig falsch. Ja, das war jetzt blöd. Die flog völlig falsch. Die hat uns quasi selber gekillt gerade. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht zu weit vorne anfangen. Aber eigentlich... Oh nein, hier. So, die beiden haben wir mal ganz easy. Thank you.
Komm, zeigt euch doch mal ein bisschen. Dich habe ich ja ganz vergessen da oben. Alter, eben waren saßen die ein bisschen besser da. Da konnte man sie ein bisschen besser treffen. Ja, da ist gut. Dafür lassen wir sie bezahlen. Lasst uns unseren Kameraden rächen. Na komm, zeig dich. So. Okay, einer ist also noch. Ich weiß bloß nicht wo. Aber das kriegen wir notfalls auch gleich noch raus. Ich hab da hier drei erschossen. Okay, aber anscheinend haben die nichts weiter bei gehabt. Oh, das habe ich eben übersehen. Ja gut, du verbrennst ja. So, Filterwechsel. Oh, Gaskartuschen. Super. Ich glaube, einen Kopftreffer haben die ja bisher jetzt noch nicht geleistet. Das ist schon mal gut. War es ein Treffer? Oder hat er sich weggeduckt? Der war auf jeden Fall ein Treffer. Und jetzt kommt wieder die Stelle, wo ich eben gerade ja dran gescheitert bin, weil einfach zu viele hinter diesem Feuerring sind. So. Nein. Nehmen wir ruhig die. Okay, ich habe jemanden getroffen. Das ist schon mal gut. Na komm, zeig dich. Huch! Bist du jetzt hinüber? Erstmal nachladen, bevor wir da durchgehen, weil jetzt kommt bestimmt gleich wieder diese Masse. Diese vielen, die da eben auch auf einmal kamen. Keine Ahnung, wie viele jetzt hier noch sind. Oder wie viele ich tatsächlich mit der Granate erwischt habe. Kann ich absolut nicht sagen. Ich meine, dem habe ich anscheinend mit der Granate ganz ordentlich zugesetzt. Oh, ich habe ganz Ende mit der Granate gekillt. Wie cool. Wie praktisch. Gasteile. Oh, unsere Maske hat einen leichten Knacks. Diesmal wegbekommen. Aber gut. Sollte jetzt nicht so dramatisch sein, hoffe ich. Eindringling. Gute Nacht. Stehen bleiben. Sonst schließe ich hier die Kehle auf. Jo, mach doch. Du bist also wegen Anna gekommen. Naja, nicht nur. Ich schlage dir was vor. Du nimmst deine Maske ab und ich übergebe sie an dich. Ich zähle bis fünf. Mach das nicht, Artyom! Er bringt mich...
Warum hast du das getan? Ich weiß es nicht. Können wir jetzt so überhaupt noch bis dahin kommen? Das sehe ich auch so. Ich hoffe, wir überleben das beide. Ich hoffe, wir haben es beide überlebt. Die Puzzlestücke setzen sich zusammen. Und das Bild, das sich daraus ergibt, ist schrecklich und unglaublich. Ich erzähle den anderen davon, kann es aber selbst kaum glauben. Die Roten haben die Oktyabrskaya, eine friedliche Station voller Bewohner, die völlig ahnungslos waren, mit einem unbekannten, tödlichen Virus infiziert. Und dann haben ihre Aufräumtrupps die Station unter dem Vorwand betreten, sie vor der Epidemie zu retten, und jeden eliminiert, den sie konnten. Frauen, Kinder, alte Leute, um zu verhindern, dass die Infektion sich ausbreitet. Und wenn das alles wahr ist, dann könnten Anna und ich auch infiziert sein. Wir wurden nicht getötet, wissen aber nicht, wie lange wir noch überleben werden. Halleluja. Das ist ja echt heftig, was die Roten da angestellt haben. Wow, aber ich würde sagen, wie es jetzt hier an dieser Stelle weitergeht, sehen wir in der nächsten Aufnahme. Denn sowas hier ist doch ein schöner Punkt, um die Folge zu beenden. Wir sehen uns also morgen wieder zurück hierzu. Metro Last Light. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, euer Kailan. Ciao.